Lasst die Kinder in Ruhe. Genau. Kämpft für eure Kinder. Stellt euch vor eure Kinder. Das Kretschmer-Regime hat abgewirtschaftet. Das sage ich euch. Die haben abgewirtschaftet. Liebe Freunde der Deutschen Stimme, liebe Zuschauer von DSTV, heute sind wir wieder für Sie unterwegs und zwar diesmal im mittelsächsischen Döbeln, wo sich schon recht viele Menschen versammelt haben, um für Freiheit zu demonstrieren und gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen der Regierung. Wir sind gespannt, was wir hier heute erleben. Es ist eine Versammlung, die ordentlich, ganz offiziell angemeldet wurde. Und auf der eigentlichen Teilnehmerfläche, die zugestanden wurde, sind nur 10 Personen wohl erlaubt laut Auflagen. Aber in dem ganzen Areal drumherum stehen nach meiner Schätzung schon ungefähr 150 bis 200 Personen. Und da die Lautsprecheranlage, wie man hört, sehr gut ist, können die Bürger, die zu dieser Kundgebung erschienen sind, also auch sehr gut verstehen, was vorne gesprochen wird. Hier darum, dass wir einfach das nicht so hinnehmen, dass wir Fragen stellen und auf unsere Fragen leider keine Antworten bekommen haben. Darum geht's. Und umsonst eigentlich gar nichts zum Anfang. Also ich sage an meine alte Heimat Sachsen, vielen Dank an euch, dass ihr so viele seid, egal ob in Döbeln oder in Bautzen. Also habt ihr großen Dank und ich bin stolz, ein Sachse zu sein. Ich möchte sagen, ich bin bekennender Christ. Ich habe mit Kirche und Staatskirche nichts am Hut, aber ich stehe auf allen Demonstrationen als Christ. Und das sollten auch mal die Zeitungen so dokumentieren und so berichten, wie es tatsächlich ist. Es geht die Mitte der Gesellschaft auf die Straße. Familien, Eltern, Omas und Opas, und die machen das für ihre Kinder und gegen die Ausgrenzung der Schwachen. Und deshalb bitte ich euch, von der Staatskirche habt ihr nichts zu halten. Sucht euch Leute, die wirklich Christ sein, leben und lieben. Sich für Nächstenliebe, für Arme und für Schwache einsetzen. Das Wichtigste ist, Gott zu dienen und damit auch der Wahrheit. Ich bin der Wahrheit verpflichtet. Und ich weiß, wie es war in der DDR. Wir als Christen, meine Eltern durften nicht studieren. Wir waren nicht in der FDJ, nicht in die Pioniere und wurden nur ausgegrenzt. Und deshalb setze ich mich für die Schwachen und Armen in der Gesellschaft ein. Und das sind die Alten, das sind meine 5 Kinder und 4 meiner Kinder sind im Alter zwischen 4 und 9 Jahren. Und was ihnen angetan wird, der Testwahnsinn, Maske in der Schule, jeder, der ein bisschen Hirn hat, der weiß, dass wir unsere Kinder damit langfristig gesundheitlich und psychischen Schaden anrichten. Und da bin ich nicht dabei. Aber verkauft und verratet euch nicht für diese Diktatur. Bitte macht das nicht. Habt Mut, steht auf und vielen Dank, Sachsen. Immer dann, wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und ganz egal, was ihr mir noch erzählt, glauben werde ich's nicht. Dialog montags und andere Tage auch verfügbar in der Kaffeerösterei. Ich möchte euch Mut machen für Diskurs. Wenn eine Indonesier in eurer Mitte seinen Diskurs mutig machen kann, mit Sicherheit könnt ihr genauso auch als Kollektive und individuell. Ich bin einfach weiterhin einer von euch Döbelner hier. Für einen offenen Dialog montags und andere Tage. Ihr dürft gerne mich besuchen in der Kaffeerösterei um die Ecke. Ich freue mich über euch Döbelner. Ihr habt wenigstens noch einen Arsch in der Hose. Hey, ihr lasst euch nicht verdummt verkaufen. Von gar keinem. So, und ich bitte, dass ihr so bleibt. Ich will euch nur Mut machen. Ich will Mut machen, dass ihr euch nicht unterkriegen lasst. Wisst ihr warum? Wenn die anderen noch auf die Straße gehen, kennt die uns unterdrücken wollen, abhauen. Wie wir so schön in Sachsen haben. Die können Fisch machen, die können verduften, die
die brauchen wir nicht. Kretschmer-Regime hat abgewirtschaftet. Das sage ich euch. Die haben abgewirtschaftet. So, lasst die Kinder in Ruhe. Genau. Kämpft für eure Kinder. Na, lasst das nicht zu, dass die in der Schule getestet werden. Geh vorneweg hin und räum in den Laden auf. Ihr könnt auch mal auf den Tisch kloppen, wie das ein ehrlicher Mann macht. Stellt euch vor, eure Kinder, dass die nicht dann an den Pranger gestellt werden. Nicht, dass wir in dieser Scheißspaltung mitmachen und sagen, der ist ungeimpft, der könnte mir ja gefährlich werden. Wer sagt, es geht mich doch eigentlich gar nicht an, lass die mal machen, die werden schon vor mein Recht kämpfen. Das funktioniert so nicht. Das sage ich euch, ihr lieben Döbener. Und ihr macht es richtig. Ihr lasst euch nicht unterkriegen. Und ihr lasst euch auch nicht in irgendeine Ecke schieben. Du kannst nicht sehen, was hier passiert. Der Groschen fällt, wenn du ihn industrialisierst. Dann haut's dich um und du kapierst. Das hat nach und nach. Wir sagen nicht, wir haben's ja gesagt. Schnell zum Superbooster, hau dir auf den Kram rein, 100 Mal nur zu. Wieso ich du? Zum Superzombie wirst auch du. Weiß, was er hier treibt und dass dort ein Plan dahinter steckt. Und deshalb ist es so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Weil Leute, wir werden nichts erreichen. Gar nichts, wenn wir uns nicht Gedanken machen, was könnte hinter dieser ganzen Geschichte stecken. Warum drückt man uns das aufs Auge und warum zieht man das mit so einer Vehemenz durch? Dieser rote Faden, dieser Plan, der für mich dahinter steckt, der hat nichts mit einzelnen Politikern und der hat nichts mit einzelnen Parteien zu tun. Ja, liebe Zuschauer, die Veranstaltung in Döbeln geht hier zu Ende. Gerade ist das letzte Musikstück eingespielt worden. Und wie Sie sehen, ist auch die DS-Kampagne Nein zur Impfpflicht, Finger weg von unseren Kindern, hier auf dem Marktplatz in Döbeln angekommen. Eine sehr ausgewogene, eine sehr interessante Versammlung heute vor herrlicher Kulisse in dem immer noch weihnachtlich geschmückten mittelsächsischen Döbeln. Ihr seid freie Bürger einer freien Stadt in einem freien Land. Ende der Ansage.